Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Energie Cottbus empfängt den 1. FC Kaiserslautern und bei den Gastgebern muss Cheftrainer Pele Wollitz auf der Tribüne zuschauen, weil er letzte Woche gegen Jena etwas zu impulsiv war. Dafür übernimmt seinen Platz Frank Eulberg, der bislang 180 Mal als Co-Trainer unter Pele Wollitz gearbeitet hat. Knappe 8000 Fans müssen sich eine ganze Weile lang gedulden, ehe es den ersten ernstzunehmenden Schuss gibt. Nach 32 Minuten ist es Marcello de Freitas, der Lennart Grill prüft. Wobei man in der Zeitlupe gut sieht, der Ball, der wäre in den Spielertunnel geflogen. Aber Grill, dem war wohl auch schon etwas frostig. Nicht viel zu analysieren, auch auf der Tribüne 0:0 der Halbzeitstand. Und auch im zweiten Durchgang dauert es, bis die Partie Fahrt aufnimmt. Dann aber nach 62 Minuten wieder Marcello de Freitas. Kein schlechter Schuss gegen Fortuna Köln. Traf er ja sehr sehenswert. Hier allerdings fehlt auch wieder ein ganzes Stückchen. Beide Mannschaften sehr bemüht, aber mit ganz wenig Durchschlagskraft. 10 Minuten noch zu spielen und plötzlich wird es mal schick und schön. Schneller, direkter Pass auf Lasse Schlüter. Grill fällt ihn. Und das heißt Elfmeter für Energie Cottbus. Und diese Entscheidung ist auch vollkommen richtig. Tobias Reiche zückt noch den gelben Karton. Lennart Grill weiß, was er getan hat. Schlüter sieht, dass Grill nicht mehr drankommt. Spitze den Ball nach außen weg und lässt sich dann fällen. Der Elfmeter, ein Fall für Jürgen Jasula gegen Grill. Und Jasula macht's eiskalt. Als er für Kaiserslautern in der Bundesliga debütierte, war Lennart Grill gerade mal 5 Jahre alt. Hier lässt er dem Keeper der Pfälzer keine Chance. Aber Kaiserslautern kommt nochmal mit dem eingewechselten Elias Huth. Nur 3 Minuten nach dem Rückstand die Chance zum Ausgleich. Das Spiel wird hinten raus nochmal etwas hektischer. Spajic aber hat etwas gegen einen Einschlag. Kurz vor dem Abpfiff dann nochmal etwas für das Regelbuch. Lennart Grill schlägt den Ball raus. Luke Hemmerich eingewechselt, kommt aus dem Abseits, orientiert sich zum Ball und wird korrekterweise zurückgepfiffen. Es gibt Freistoß für Kaiserslautern, der allerdings ausgeführt wird tief in Cottbus Hälfte. Da gibt es keinen Abseits. Und was resultiert aus diesem Freistoß? Der Ausgleich! Jan Löhmanns Röben mit dem 1:1 ganz kurz vor dem Abpfiff. 10 Meter in Cottbus Hälfte, darüber wird zu diskutieren sein. Das Tor allerdings, das war dann astrein. 1:1 also am Ende, etwas glücklich für Kaiserslautern, die einen Punkt mitnehmen aus Cottbus. Das sind die Jungs auch eben gesagt, ihr habt heute wieder eine absolute kämpferische Top-Leistung gebracht, viel Leidenschaft reingebracht und ich glaube, dass uns das auf jeden Fall Zuversicht gibt für die nächsten Spiele. Wenn du so kurz vor Schluss den Ausgleich erzielst, glaube ich, dann ist das immer, fühlt sich das gut an oder glücklich an. Sicherlich hatten wir aber auch in diesem Spiel viele Phasen, wo wir viele Dinge besser machen können. Ostersonntag geht es dann weiter für beide Mannschaften. Lotte spielt gegen Cottbus und Kaiserslautern gegen Hansa Rostock. Dann auch wieder an der Seitenlinie Pele Wollitz als Cheftrainer von Energie.